Hey, hey, aus dem Dovrefjell-Nationalpark in Norwegen. Willkommen zu einem neuen Wildlife Stories. Wir sind total froh, hier zu sein und freuen uns auf den Tag. Ja, und bei bestem Wetter können wir hier eine kleine Wanderung starten. Ja, der Dovrefjell-Nationalpark ist eben ja ein fast intaktes Ökosystem. Hier gibt es super viele Arten, die miteinander verknüpft sind, miteinander interagieren. Und wir sind auch mal gespannt, was wir so an Tier- und Pflanzenarten entdecken können. Ja, ganz großer Traum wäre es, Moschusochsen zu sehen, ja, die es hier gibt. Das wäre auf jeden Fall mega. Wir sind auf jeden Fall gespannt und machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Viel Spaß beim Video. Die Landschaft hier ist eigentlich genau so, wie wir uns das vorher auch vorgestellt haben. Karg und einfach super weit. Unser Plan ist, die Moschusochsen hoffentlich zu finden und dann im besten Licht fotografieren zu können. Also das ist der Plan. Mal schauen, ob es klappt. Und ja, jetzt werden erstmal noch ein paar Meter gemacht und es wird natürlich fleißig Ausschau gehalten. Meine Augen tränen ein bisschen durch die Sonnencreme, die jetzt so langsam in meine Augen läuft. Aber ich freue mich auch und bin deshalb auch schon mal glücklich, weil hier ist schon mal der erste Kothaufen von den Moschusochsen. Super spannend. Das sind wirklich Köttel, die ja nicht faustgroß, aber so ja, die doppelte Größe von einem Tischtennisball haben. Sind auch so ein bisschen oval geformt und sehen sehr trocken aus, also sind auf keinen Fall frisch. Aber ich schätze mal, dass hier auch so ein bisschen, es sieht so aus, als wären da auch Flechten mit in der Nahrung mit drin. Und Moschusochsen fressen eben auch Flechten, Moose, Kräuter, die hier so wachsen. Also im Dovrefjell haben Moschusochsen eigentlich die perfekten Lebensbedingungen. Haben hier genug Nahrung, aber auch Wasser. Deswegen kommen sie aber auch mal öfters von den höheren Lagen hier runter, um dann eben hier an den Wasserquellen zu trinken. Vor allem, wenn es dann so ein bisschen kälter wird. Aber ja, super cool. Und wir haben da hinten schon mal irgendwas gesehen. Es könnten nur Steine sein. Aber wir werden jetzt mal gleich auf diese Anhöhe im Hintergrund hochgehen und dann mal das große Objektiv draufschrauben, um zu schauen, ob wir was in der Umgebung finden können. So, jetzt gucken wir mal hier durch, ob wir in der Umgebung was finden. Da hinten sind so irgendwelche Flecken, die sich bewegen, aber es könnten auch einfach nur Wanderer sein. Genau, so. Schauen wir mal. Aber dadurch, dass wir jetzt momentan nur eine Kamera haben, muss ich die einmal in Gebrauch nehmen. So, leider nichts gesehen, aber Celine wird jetzt dieses Setup, also das 200 bis 600 mm von Sony an dem Rollei-Stativ tragen, dann habe ich weniger auf meinen Schultern und wir können schnell wechseln, um eventuell was zu erspähen und zu filmen und zu fotografieren. Es ist einfach unglaublich, dass man hier nichts hört. Ach, unglaublich schön. Ja, ich wollte noch mal kurz was zu den Moschusochsen generell sagen. Es sind Bewohner arktischer Tundren, also Tundra-Gebiete, und ja, sind eben perfekt an Kälte angepasst. Und die Tiere, die wir hier versuchen zu sehen, ja, sind wieder angesiedelte Tiere aus Grönland. Also es ist ein Projekt, das seit 1960 läuft, und die haben hier sich schon ja, größtenteils etabliert, haben hier auch keine natürlichen Feinde, wie zum Beispiel Grizzlybären oder Polarwölfe. Deswegen ja, können die sich hier eigentlich gut verbreiten, weil die Nahrung ist da, es ist genug Wasser da und eben auch Platz und Ruhe. Und es ist kalt genug. Ist auch nicht ganz ungefährlich, was wir versuchen, weil immer wenn man sich ja, mit wild lebenden Tieren beschäftigt und da relativ nah rankommen möchte, muss man verschiedene Sachen beachten. Gerade jetzt bei den Moschusochsen, es sind Hornträger, also sie haben richtige Waffen auf dem Kopf. Deswegen sollte man da einfach nicht zu nah rangehen. Also ja, auch als Wildlife-Fotografin, Fotograf soll man da wirklich eher vorsichtig sein.
aber natürlich auch als Touristen lieber mehr Abstand halten und den Tieren nicht auflauern oder nachlaufen. Also man sollte sie jetzt nicht irgendwie in Stress versetzen, das soll sowieso nie sein bei wildlebenden Tieren. Und auch wir versuchen, falls wir welche sehen, natürlich auf Abstand zu bleiben. Und wenn wir Glück haben und die Moschusochsen uns entdeckt haben und dann aber auf uns zukommen, das wäre natürlich das Traumszenario, um dann an schöne Aufnahmen zu gelangen. Aber mal schauen. Also als Faustformel sagt man so 200 Meter Abstand ist gut. Näher sollte man eigentlich nicht kommen. Und ja, wir sind mal gespannt. Wir haben noch einige Kilometer vor uns. Die Sonne steht hoch. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter. Eine unfassbar schöne Begegnung, und zwar mit einer kompletten Herde Rentiere. Die waren da am Wasser, am Fluss, haben da wahrscheinlich getrunken und wissen nicht genau, ob wir sie aufgescheucht haben oder ob sie uns irgendwie gewittert haben, weil wir waren recht leise und der Wind ging eigentlich auch in die andere Richtung. Und die vielleicht, sind sehr weit weg gewesen. Aber vielleicht haben sie uns auch gesehen, keine Ahnung. Sind dann weggelaufen. Das ist natürlich immer schade. Nicht nur für uns, sondern auch vor allem für die Tiere. Vielleicht ist es aber auch so, dass dahinter der Kuppe ein paar Moschusochsen sind und dass die Tiere vertrieben haben. Wer weiß. Wir wandern jetzt mal auf jeden Fall weiter. Schauen natürlich auch immer in die Umgebung, sind ganz, also nehmen alles ganz bewusst wahr und suchen alles ab. Das macht super viel Spaß, aber ist auch, ja, man muss auf jeden Fall die ganze Zeit fokussiert sein und zusammenbleiben. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Aber das war schon mal eine unfassbare Begegnung. Richtig, richtig schön. Geschafft. Wir haben Moschusochsen entdeckt und filmen können und fotografieren können. Sie waren zwar sehr weit weg, aber so ist es nun mal. Es sind wilde Tiere, sie sehen nicht nur wild aus. Und ich will, also zumindest mal uns ging es so, dass wir auch einfach nicht da jetzt super nah ranlaufen wollten und denen auch ihren Platz und Raum lassen wollen. Ja, vor allem die zwei Moschusochsen, die wir am Ende noch filmen konnten. Das war eine Mutter mit ihrem Kalb wahrscheinlich. Die stehen auch noch hier gegenüber. Genau, die stehen auch noch gegenüber, aber ist bestimmt noch 500 Meter oder ja sogar noch mehr. Näher kamen wir auch jetzt gar nicht ran, aber wie gesagt, es war trotzdem ein super, super tolles Erlebnis. Außerdem dann die Rentierherden, die uns an uns vorbeigezischt sind. Wir haben dann auch noch gemerkt, es ist ein Schuss gefallen. Ich glaube, deswegen waren die auch so ein bisschen aufgeschreckt am Anfang, ja, als wir sie das erste Mal entdeckt hatten. Ja. Das ist ja in allen Regionen der Welt, glaube ich, so. Also in Deutschland natürlich auch, aber auch eben in
Norwegen und ich glaube, ich habe gerade ein Moskito. Hat es angefühlt? Ja. ja, das ist immer schade, vor allem eben in Nationalparks. Aber ja, die haben hier so viel Platz und so viel Natur, so viel Freiraum. So soll es ja auch eigentlich sein, dass man der Natur ihren Platz gibt. Und das ist ja einfach super schön zu erleben. Ja. Und ja, wir hoffen, euch hat der kleine Einblick gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss.